Mein Name ist Katrin und du bist hier auf meinem Kanal Chaos und Tour gelandet. Und zwar zum letzten, also zu einem Whip and Chat. Heißt, ich arbeite an einem Whip Work in Progress. Hier an Hazel von Dreamer Designs. Ist ein Kunstwerk von Curtis Ojkovic. Und dabei chatten wir. Und zwar ist das hier das letzte Video zu Bora und Schüttelfrost. Bora und Schüttelfrost ist seit Halloween vorbei. Aber wir haben ja noch ein paar Dinge zu tun. Und darum gibt es dieses hier, dieses Whip and Chat. Wir sprechen heute über die, die letzte Woche gewonnen haben. Die werden wir heute verkünden. Und das Finale wird es noch nicht geben, weil das schaffe ich zeitlich nicht, das an das Video ranzuschneiden. Es gibt dann noch ein Finalvideo, in dem der große Gewinn verlost wird und all eure Bilder gezeigt werden. Nur mal vorab. Wer keine Ahnung hat, was Bora und Schüttelfrost ist, das war jetzt ein herbstliches, halloweenisches, noch herbstliches Event. Also das erste Event im deutschsprachigen YouTube, glaube ich. Und das heißt Diamond Painting Event, das heißt, wir haben alle eben zu diesem Thema etwas gepaintet und ja, ein bisschen Spaß gehabt. Ich hätte gern ein bisschen mehr gemacht, aber okay, nächstes Jahr. Das war das Erste. Ihr könnt ja mal in die Playlist reingucken, wenn ihr gar keine Ahnung habt, wovon ich rede. Und kann man dieses Video auch gucken, wenn man nicht mitgemacht hat? Natürlich. Es ist auch eigentlich nur ein ganz normales Whip and Chat. Ich arbeite hier halt eben noch weiter an einem meiner Bora und Schüttelfrost Projekte. Und Moment, wo willst du hin? Du bleibst das noch hier. So. Und wir chatten ein bisschen. Ganz kurz, was habe ich hier? Ich habe hier Coverminder von. Na, das ist von Craft, der Hexenkessel hier ist von Craft and Wedding. Ich liebe ihn. die Katze hier ist von Craft and Wedding. Auch sie finde ich großartig. Und diese lustige Fledermaus hier ist von Janine X. Ganz unseren zum Sponsoren des Events sind unten auch verlinkt. Guck mal auf ihren Shops vorbei. Vielleicht gibt es noch Halloween-nige Coverminder. Dann habt ihr welche für nächstes Jahr. Und ich finde, Hexen-Coverminder kann man immer haben. Das Kit ist wie gesagt von Dreamer Designs. Das ist die Hazel aus der Hexenreihe von Curtis Wojkovic, aus der Hexengeschwistern-Reihe. Ich liebe sie und sie wird großartig. Ich bin jetzt, das ist das letzte Kästchen vom ersten Viertel. Fertig wird die. Ich, ja, ne? Ist halt jetzt ein WIP. Ich arbeite mit einem Stift, den ich mir gerade gegriffen habe. Den habe ich irgendwann, ich glaube, das war mein erster Stift von Diamond Art Lab mitbestellt, um die Versandkostenfreihöhe zu erreichen damals. Letztes Jahr irgendwann. Ich weiß immer noch nicht, wo ich den Metalltipp her habe. Amazon, ich muss es euch echt verlinken. Ne, wird oft nachgefragt. Und ganz normalen Tipp hier vorne. Ja, und ein Schiffchen von Diamond Art Club auf einem Dreamer Designs Kit. Das kann man auch machen. Und das ist mein Lieblings-Keramik-Cutter, der Slice. Den verlinke ich euch immer unter den Videos. Ich liebe ihn. So. Ach so, und meine Steinchen habe ich immer noch hier im Craftmade-Ordner, den ich momentan sehr oft nutze. Auch der ist unterm Video verlinkt. Sudele. Muss auch mal kurz zur Seite packen hier. Ich bin noch so ein bisschen. Boah. Ich habe hier noch das ist mein zweiter Kaffee. Mein zweiter Kaffee. Und muss euch ehrlich sagen, ich bin heute gar nicht auf der Spur. Also, nee. Es wird, aber ich weiß auch nicht, wie lange das Video wird oder nicht. Oder, also, wenn ich heute noch verwirrter bin als sonst, seht es mir nach. Ich muss mich auch bei den entschuldigen, die in der dritten Woche gewonnen haben, die letzte Woche verkündet wurden. Ich habe mich noch nicht bei euch zurückgemeldet. Ich habe euch nicht vergessen. Keine Panik, ja. Ja, ich melde mich. Jetzt dann. Und dann verschicke ich am Wochenende alles zusammen. Ist gerade einfach zu viel. Ich habe mich ein bisschen übernommen und merke das gerade und muss so, ja, eins nach dem anderen. Also,
Upsa, wo ist denn der Magnet hin? Keine Panik, wir kriegen das alles hin. Sonst sieht man die schönen Magnete gar nicht mehr. So, jetzt sieht man sie wieder, gell? So, da oben sind sie, falls ihr sie vermisst. Hier, da sind sie. Da sind sie. Ich liebe Cover, meine. Auch wenn die Folie so wegbleiben würde, wahrscheinlich. Ich liebe es. Es macht einfach Spaß. Ich hoffe auch, dass es nicht zu dunkel ist gerade hier. Oh, Katrin. Ihr merkt schon, ich bin, ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte. Einmal kurz durchatmen und dann, Halloween. Sprechen wir über Halloween. Wie wär's damit? Ich habe Halloween nicht wirklich viel gemacht. So, hier, ne? Ich habe keinen Kürbis mehr gekriegt am Tag vorher und irgendwie fing es da schon an, alles ein bisschen rummelig zu werden. Oder war schon. Und ich wollte, dann habe ich gesagt, nee, wenn ich keinen. Also ich habe tolle Kürbisse gekriegt, die stehen jetzt auch vor der Tür. Super spookige Kürbisse auch. So einen grauen und einen weißen, also einen kleinen weißen, wirklich ganz klein. Und einen grauen, aber der graue ist nur so tief. Und dann hat der so einen ziemlich coolen Stängel, also den hätte ich mir hochstellen können und was ausschnitzen. Dann fand ich, der sieht aus wie gemalt, der sieht aus wie gemeißelt, als wäre er aus Stein. Das fand ich dann aber zu schade und dachte, nee, kann ich nicht schnitzen. Und dann habe ich es gelassen. Weil eigentlich wollte ich einen Halloween-Kürbis holen hier von an der Straße, war von einem Bauern. So ein Riesenkorb, wo Halloween-Kürbisse drin waren. Da hatte ich auch schon Hokkaido-Kürbisse geholt. Und der war halt leer. Da war halt keiner mehr drin, weil das waren richtig geile Halloween-Kürbisse, die waren schön groß, da konnte man, ne? Ach, und dann habe ich es gelassen. Und an Halloween wollte ich eigentlich Filme gucken. Ich muss mir jetzt ein bisschen auskotzen mit meinem Freund. Halloween-Filme oder, ja, was heißt ja, doch, vielleicht auch ein Horrorfilm. Und halt eben lustige, wie zum Beispiel Hokus Pokus 2 jetzt. Und der kam jetzt raus. Gibt es auf Disney Plus. Oder Halloween Town oder Nightmare Before Christmas. Ja, gemütlich machen, bisschen lustiges Popcorn essen, so, was ich, mit irgendeinem Geschmack dran oder so. Kürbiskuchen, Kürbissuppe, Süßigkeiten, was auch immer. Mit den Kids, ohne, ja. Und das hat er vergessen und hat dann einfach, ja, wir gehen heute in den Park, wolltest du mit? Ich so, nee. ja, und. Dann war ich hier und was habe ich denn gemacht? Ich habe, das jetzt fällt mir schon, mein Kopf ist momentan ein Sieb, fällt mir gar nicht mehr ein, was ich gemacht habe. Ich habe, doch, ich habe Videos geschnitten, Videos gedreht, ich habe auf jeden Fall gearbeitet. Und dann habe ich noch ein bisschen Halloween. Also diese Mütter, haben etwas sehr, unserer Meinung nach sehr Schlaues gemacht. Und zwar, wenn gerade so, wenn das Wetter überhaupt nicht schön war, so im Herbst, im Winter. Und sie wollten mit uns irgendwas machen am Wochenende, dann sind wir, nicht jedes Wochenende, das hört sich bescheuert an, aber dann sind wir oft zu IKEA gefahren. Weil IKEA mit ihrem Konzept halt irgendwie auch für Kinder so ein, ja, das ist so ein Erlebnis. Und wir fanden es toll. Ich fand es, als ich klein war, toll. Und als ich größer war, nicht mehr ins Smallland oder damals gab es ein Kino und ein Bällebad mehr gab es ja nicht. Bin ich mit durch und meine kleine Schwester war dann im Bälleparadies. Ne? Und vorher habe ich mich gerne ins Kino gesetzt. Und dann bin ich mit meiner Mutter durch den IKEA und fand das ganz großartig. Und am Ende des Tages hat meine Mutter dann meistens nur ein paar Kerzen geholt, sich ein paar Inspirationen für zu Hause geholt. Sachen, die man halt braucht, ein paar Teelichter, vielleicht ein Messbecher, ne? Und dann sind wir, da gab es noch einen Hotdog und dann sind wir, meine kleine Schwester abgeholt, dann sind wir nach Hause. Und oft ist meine kleine Schwester auch mit, weil sie keine Lust hatte auf Smallland oder so. Und das war ein Ausflug, das war für uns ein Erlebnis. Und das war mit dem Hotdog danach und so, das gehört irgendwie alles dazu. Und meine Mutter hatte nicht viel Geld ausgegeben und hatte mit uns einen schönen Tag verbracht. Und ich finde das.
Ja, weiß ich nicht. Und das geht meiner besten Freundin auch so. Ihre Mutter hat das auch so gemacht. Und wir finden, dass das, ja. Mich würde jetzt mal interessieren, ob wir da die Einzigen sind oder ob es andere gibt, vielleicht auch in unserem Alter eben, die das auch gemacht haben und auch so empfunden haben. Ich fand das nicht schlimm, dass meine Mutter mit uns, also wenn ich höre, das ist doch kein, das ist doch nichts, was man mit Kindern macht oder das ist doch kein Ausflug, das ist doch nicht was unternehmen. Doch, wir konnten uns halt nicht jedes Wochenende Freizeitpark leisten oder so. Und wir hatten halt auch noch keine Handys und hingen nicht den ganzen Tag vor der Spielkonsole. Uns musste man an schlechten Tagen noch ab und zu mal beschäftigen. Gut, ich habe viel gelesen dann, aber ja, zu IKEA fahren. Fand ich immer toll, habe ich immer gefeiert. Würde mich mal interessieren, ob ihr das auch gemacht habt. So, wieder eure Erfahrung mit es. Ich rede heute ein bisschen wie, aber ich glaube, ihr versteht mich. Ne? Das habe ich an Halloween gemacht und mich dann gewundert, dass da schon Weihnachten ist. Also ich hätte auch schon Weihnachtsdeko kaufen können beim IKEA. Ich habe aber, habe ich nicht gemacht. Aber ich habe einen Adventskalender gekauft. Das musste sein. Nee, ein Adventskalender und ich brauchte hier Aufbewahrung. Ich versuche immer noch meine Wohnung, mein Kopf, mein Leben und hier das Stückchen meiner Wohnung, also meine kleine Wohnung, zu sortieren, damit es einfach für mich einfacher ist, strukturierter Dinge zu erledigen und mich nerven Dinge, die hier rumliegen und die ich nicht gebrauche und mich nervt. Also im Moment bin ich gerade echt, ja, ich will wissen, wo meine Sachen sind. Und da habe ich mir jetzt eine neue. Schluck Kaffee, eine neue Flurkommode geholt. Die muss jetzt an die Wand. Das ist was an der Wand hängt. Ja. Und fürs Schlafzimmer neues Beistelltischschränkchen. Aber ich habe jetzt da so ein Tischchen stehen und da stehen halt meine Cremes und sowas drauf für abends. Und mein Pillowspray und meine Duftkerzen, Warmer steht da drauf. Dann sind da meine Bücher drauf, die ich gerade lese. Und irgendwie ist dieses Tischchen voll. Und das sieht irgendwie furchtbar aus. Und ich will einfach Oberflächen haben, die nicht vollgestellt sind. Ich bin chaotisch und darum brauche ich eine gewisse Struktur um mich rum. Ich habe das gestern, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. Ich möchte, dass die Dinge ihren Platz haben. Nicht alle. Und hier wird es nie aussehen wie bei IKEA oder so super steril oder aufgeräumt wie in meinen anderen Wohnungen. Aber weil ich bin einfach chaotisch, das war ich immer und das gehört zu mir. Ich habe es gerne gemütlich chaotisch. Aber Dinge sollen ihren Platz haben. Das brauche ich für meinen Kopf. So, aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Mehr oder als einmal. Aber ich bin halt in diesem Prozess gerade noch drin. Ja, auf jeden Fall war ich mit meiner besten Freundin bei IKEA und das war sehr, sehr schön. Und wie es halt ist, alles ist gut, bis du in die große Halle reinkommst. Und dann, auch wenn du weißt, was du willst und wo, IKEA macht es ja super. Sie sagen dir, welches Regal und so und was du alles dazu brauchst. Trotzdem bin ich nach der Halle immer fix und fertig. Haben wir jetzt nichts vergessen? Waren wir jetzt an jedem Regal? Meine beste Freundin brauchte dann noch was für einen großen Schrank und so. Und dann war die Frage, ist die Tür da? Ist es die richtige Tür? Dann ging es los, ist das die richtige Farbe? Weil für dem einen, was ich haben wollte, gab es mehrere Grüntöne. Da hatten wir erst die falsche und mehrere Größen. Ich liebe Click und Collect, habe ich das schon mal gesagt. Übrigens mittlerweile für 5 Euro. Ne? Also ich glaube, es ist während Corona, also während der Hochphase und dem Lockdown, sagen wir es mal so, so gut angekommen mit diesem Click und Collect. Da hat es ja 10 oder ich glaube sogar mehr gekostet. Und wir haben wirklich mehrere Mitarbeiter auch gesehen, die da rum sind und Sachen in Wägen gepackt haben, wahrscheinlich für Click und Collect. Und jetzt kostet es nur noch 5 Euro und ich glaube, das ist halt echt eine gute Sache. Ja, gerade wenn du wirklich am Umbauen bist und keine Zeit hast und da Zimmer streichst für Kinder oder keine Ahnung und Männer schickst zum IKEA. Männer stehen ja nicht so auf Tagesausflüge beim IKEA. Ich verpauschalisiere das jetzt, wenn jemand da andere Erfahrungen hat, teilt sie gerne mit uns. Aber meine Erfahrung ist, dass die es gerne, ja, ne, quick and dirty haben, also wissen, was sie wollen, reingehen, das bei IKEA kaufen, wieder raus. So, und die meisten, mein Ex-Freund hat es immer gemacht, wenn meine Bücher
zweireihig anfing, in dem Billigregal zu stehen, dann hat er immer mittwochs nachmittags hat er frei. Wir haben irgendwie 5 Minuten vom Ikea weg gewohnt oder so, 5 oder 10. Und dann ist er zu Ikea gefahren, hat sich durch die Kasse reingeschlichen und direkt in die Waren-Ding und ist dann zu dem Regal, wo die Billigregale standen, hat das passende raus und ist wieder raus. Der war in 5 Minuten, war der wieder aus dem Ikea raus. Und mittlerweile, das habe ich gestern das erste Mal, mit gestern, an Halloween, das erste Mal gesehen, gibt es tatsächlich auch eine Tür, also eine Klapptür und Gang, was auch immer, einen Ausgang für, wenn du nichts gekauft hast, sondern nur gucken warst und auch, um reinzugehen, direkt an den Kassen in dieses Lager. Finde ich ziemlich gut. Wirklich. Wenn du nur was brauchst, oder wenn du gerade was umgetauscht hast und das neu holen, dann musst du nicht durch den kompletten Ikea rennen. Wie gesagt, wir haben das und mein Ex-Freund hat das eh immer schon gemacht, ja, auch vor 10 Jahren schon und vor 15 Jahren. Aber das finde ich gut, dass sie das einsehen, dass das halt muss. Ne? Und das ist genau das Richtige für Männer. Die machen den Einkaufszettel rein, zack. Und da finde ich Click und Collect, da kannst du dann halt eben wirklich als Frau noch ein paar Kleinkramsachen, ein paar Dekosachen oder da muss noch eine Decke bei oder da brauchen wir noch Schächtelchen für in die Schubladen. Und dann schickst du den Mann zum Abholen. Und dann muss er noch nicht mal in die Halle gehen. Und für 5 Euro, ganz im Ernst, dafür, dass die dir das richten. Für 10 habe ich es auch schon gemacht. Also da, nee, das finde ich großartig. Wirklich. Und dann kannst du nämlich das in Ruhe. Aber für manche Sachen musst du auch wirklich hin. Also ich hatte zum Beispiel, es gab das Komödchen, was ich haben wollte, mit zwei Schubladen. Und ich habe nicht online so weit geguckt oder das erkannt oder das direkt gesehen, dass die mit drei Schubladen, dass die Schubladen da auch tiefer sind. Das habe ich erst im Ikea gesehen. Also ich glaube, die Variante, die Frau bummelt da mal durch, mit den Kindern alleine, mit dem Mann oder wie auch immer, mit der besten Freundin, so wie wir. Und man guckt sich die Sachen an und dann guckt man zu Hause genau, was braucht man jetzt wirklich. Und dann macht man Click und Collect und der Mann sammelt es ein. Ich glaube, das ist eine gute Variante. Ah, voll die Stereotypen, ne? Ja gut, okay, dann ist es heute so. Aber apropos Schachteln, ich fand die auch total süß. Wir hatten es dann über Packs und Schubladen rein und da gibt es ja normale Schubladen und dann gibt es so Gitterschubladen, also wie so Körbe. Und meine beste Freundin sagte, ja, und ich habe dann Schachteln da drin, weil die haben den Breiten, also über 1 Meter. Nee, fast 2,61 Meter, weiß jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall. Um das aufzuteilen, ne, habe ich auch immer in Schubladen, in manchen. Da, wo Unterwäsche drin ist, damit meine Socken nicht komplett durcheinander fliegen. Und sich schön getrennt halten von der unten von Unterhose. Gibt es da Schächtelchen. Und sagt sie, nee. Also da sträubt ihr Mann sich total gegen. Schachteln in Schubladen. Also Schachteln in Schachteln, seiner Meinung nach. Das geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Das ist ein Konzept, das Männer nicht in den Kopf geht, meint er. Das mag so sein. Oh, ich merke gerade, dass es mir ein bisschen besser geht, jetzt wo ich mit euch quatsch. Ja, das habe ich Halloween gemacht und dann war ich abends halt auch einfach kaputt. Und die sind ja dann mein Freund und seine Kinder in den Holiday Park und ich sagte, ich habe noch gesagt, das wird echt voll. Die wollten nochmal in die Maces, der Kleinere, der ist auch schon 16, wollte diesmal mit in die Maces. Und sage ich, ja, welche wollt ihr denn machen? Weil mir war klar, Halloween wird es da proppenvoll. Ist auch noch der letzte Tag, wo die Fahrgeschäfte richtig aufhaben und so. Alle. Und dann sagt er, ja, in alle. Sag ich, nee, das schafft ihr niemals. Es geht ja erst abends los, das Halloween-Event dann, ab 18 Uhr. Wir haben letztes Mal, was ganz knapp, haben wir alle schon geschafft. Und da war auch viel los, aber nicht so viel. Und dann ist er im Park und dann schreibt er mir, du, ich habe noch nie so lange gebraucht, um auf diesen Parkplatz zu kommen. Und die sind oft da. Die haben eine Jahreskarte, ne? Weil das sich ab dem zweiten Besuch halt lohnt sich da die Jahreskarte, die ist nicht so teuer. Ich glaube, der normale Eintritt kostet 40 Euro und die Jahreskarte kostet irgendwie 65. Also, ne? Daher, ja, und auf jeden Fall sagt er noch nie. Das wird hier nicht auf den Parkplatz gekommen. Ich gesagt, ja, das habe ich mir gedacht. Aber man verkneift sich ja dann ein, ich hab's dir ja gesagt. Ne? Das verkneift man sich ja dann. So. Meine Lieben, ich würde
Übrigens, ich liebe es, an Häsel zu arbeiten. Das ist ja mein erstes Dreamer-Designs mit runden Steinchen. Ich liebe es. Und mein erstes Curtis Walkiewicz, das ich tatsächlich arbeite. Und ich finde es großartig. Ich liebe immer noch diesen kandierten Apfel hier. Ich hatte euch letzte Woche nach euren Herbstaktivitäten gefragt. Und da gab es auch wieder viele Kommentare. Habe ich mich sehr darüber gefreut, sie alle gelesen. Ich habe sie noch nicht alle beantwortet, aber mit dem Herzchen oder einem. Und manche werden es gemerkt haben. Manchmal gibt es bei mir einfach nur einen Floating Otter und das ist keine Aussage in irgendeiner Weise, ja, dass ich irgendwas langweilig finde oder keine Ahnung was, sondern ich liebe diesen Emoji einfach und dann habe ich einfach Bock, diesen Emoji zu benutzen. Das heißt einfach nur, hey, ich habe deinen Kommentar gelesen, cool. Statt einem Herz. Manchmal finde ich ein Herz oder ein Kuss-Emoji oder sowas einfach langweilig und darum gibt es dann von mir einen Floating Otter. Nur, das werde ich, glaube ich, jetzt noch ein paar Mal erwähnen, weil manche immer ein bisschen verwirrt sind, wenn es dann Floating Otter gibt. Ich kann tatsächlich nicht auf jeden Kommentar was schreiben im Moment. Und dass ihr wisst, dass ich euren Kommentar gelesen habe, gibt es immer ja, ein Emoji meiner Wahl darunter. Und das kann dann auch einfach mal der Floating Otter sein. Ist es oft. Ich liebe ihn einfach im Moment. Ich finde ihn toll. Herbstaktivitäten, genau. Und da gab es. Zwei Personen konnten da oder gewinnen jetzt einen 50-Dollar-Gutschein für Diamond Art Club, den ihr einsetzen könnt, wie ihr möchtet. Danke nochmal für alle Sponsoren, für die Preise. Es war wirklich großartig. Das auch nochmal erwähnt sein. Unten ist die Liste mit allen Sponsoren. Schaut mal vorbei, auch gerade bei den kleinen Shops, bitte. Ne? Lasst ein bisschen Liebe da. Auf den Social Media Kanälen von den Mädels und den Shops oder. Auch das hilft immer. Man muss nicht immer was kaufen. Und den ersten 50-Dollar-Gutschein für Diamond Art Club, da darf sich drüber freuen. Herzlichen Glückwunsch. Schick mir eine E-Mail an die unten in der Videobeschreibung. Stehende E-Mail-Adresse bitte mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse und ob du schon mal bei Diamond Art Lab bestellt hast. Die Gutscheine werden dann direkt von Diamond Art Lab an dich und den nächsten da verschickt. Also ich brauche nur deinen vollständigen Namen und deine E-Mail-Adresse als auch die Info, ob du schon mal bei Diamond Art Lab bestellt hast oder nicht. Mehr brauche ich nicht. So. Und auch noch einen 50-Dollar-Gutschein gewonnen, die in der letzten Woche hat. Auch dir herzlichen Glückwunsch und du weißt, was zu tun ist. So, dann gab es bei Instagram auch was zu gewinnen. Und zwar viermal Cover meiner von der lieben Jardine X. Zum Beispiel den hier und den feuchten Geist. mit zusätzlichem Zubehör, das ich euch dann noch reinpacke. Kann ein Stift sein oder ein Wachs oder lasst euch überraschen. und diese vier Instagram-Posts haben gewonnen. Ich habe mich übrigens sehr gefreut, allgemein im Event über die Instagram-Posts und auch da habe ich mir auf meinen für nächstes Mal besser machen Zettel geschrieben, da mehr zu machen, mehr zu interagieren auch. Ja, ne? Ja, aber ich glaube, fürs erste Event war das alles okay so. Ich habe mir mehr vorgenommen. Ich wollte mit euch auch viel mehr machen. Aber dazu dann später mehr. Genau. Also, herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, die bei Instagram gewonnen haben. Schreiben mich bitte auf Instagram an oder schicken mir auch einfach eine E-Mail. Und von euch brauche ich tatsächlich einen Namen und vollständige Adresse, um euch das zuschicken zu können. Das schicke ich euch von hier aus raus. Genau. Wunderbar. Wie gesagt, die von letzter Woche, die Gewinner, sowohl Instagram als auch YouTube-Wochengewinner. Ich melde mich bei euch. Jetzt dann die Tage. Keine Panik. Ich habe, es ist alles in Ordnung. Ich bin einfach, es ist hinten übergefallen. So, ne? Aber ich melde mich bei euch. Ich hoffe, ihr verzeiht. So. Mensch, ist es schon vorbei. Was ich machen werde jetzt, wir können mal kurz drüber reden, was es denn. Also es haben super viele mitgemacht, offiziell. Und das war großartig. Und ich habe mir auch gemerkt und aufgeschrieben als
Best Practice, dass wir für den Drachen-Event wahrscheinlich dann eine YouTube-Gruppe machen. Das macht es einfach einfacher. Ihr habt auch nach mehr Interaktion untereinander gerufen. Verstehe ich alles, alles super. Ne? Ich finde, ich habe viele Learnings rausgenommen und wir nähern uns ja, dem optimalen, wie man so ein Event durchführen kann. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Lass uns mal kurz drüber reden, was überhaupt der große Preis ist. Das habe ich euch, glaube ich, noch nie gesagt. Richtig? Was gibt's denn zu gewinnen? Meine ewige Liebe. Nein. Und einen warmen Händedruck. Da macht so Witzchen. Nein, es gibt zu gewinnen. Vier Preise. Vier Preise gibt's. Der erste. Nee, fangen wir unten an. Also, es gibt eine Diamond Painting Zubehörbox mit ups, mit Köfferchen, mit Stift, mit Coverminder, mit Wachs. Da packe ich Sachen von Janine X rein, da packe ich Sachen von Pichu rein, da packe ich Sachen von mir rein. Das wird eine Überraschungsbox mit Diamond Painting Zubehör. Das ist der vierte Preis. Gutscheine kommen da rein. Von der Heidi habe ich noch ein bisschen Wachs hier, wie gesagt, der kommt da rein. Also, das wird so ein bunter Misch. Dann der dritte Platz, dritte Preis ist ein Karat.Art-Kit. Und auch da gibt es Zubehör zu. Das heißt, ihr kriegt einen Gutschein und ihr kriegt noch ein Paket von mir. Yay, richtig cool. Und der zweite Preis wird ein Dreamer Designs Kit eurer Wahl und ein 50 $ Gutschein von Diamond Art Club. Da könnt ihr so richtig in die Vollen gehen und könnt die zwei auch einfach mal vergleichen. Ne? Also ein Dreamer Design Kit eurer Wahl und ein Diamond Art Club 50 $ Gutschein ist der zweite Preis. Und der erste Preis. Da darf ich euch tatsächlich, haltet euch fest, den Diamond Art Club 50 $ Gutschein verlosen. Plus ein Dreamer Designs Kit. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es da dann noch einen Karat.Art Gutschein dazu. Also, am Ende des Tages habt ihr drei Kits, wenn alles gut läuft, von drei Diamond Painting Companies, die super lizenzierte Artwork machen, super Paintings rausbringen. Das ist so das Nonplusultra Gewinnerpaket. So, also ich finde, die vier Preise haben es in sich. Und wer die gewonnen hat, das kriegen wir am Wochenende raus. Also, ich strenge mich an, ich will jetzt keinen Tag sagen, ich habe einen im Kopf. Zum Wochenende eure ganzen Bilder zu einer Parade zu machen und zu gucken, was haben wir denn alles gemacht in der Zeit. Und dann eben auch die finalen Gewinne zu verlosen. Um euch mal kurz zu sagen, wie ich das mache. Ich habe eine Liste. Also ich kann mir eine Liste von diesem Formular rauslassen, ne, wer alles mitgemacht hat. Die nummeriere ich mir. Das heißt, jeder von euch kriegt eine Nummer. Und dann nehme ich einen random, einen Zufallsgenerator. Habe ich auf dem Handy, sage ich Nummern 1 bis. Und der spuckt mir dann eine aus. Und das mache ich für alle vier Preise. Und dann gucke ich, ob ihr die Bedingungen erfüllt. Das heißt, ich gucke, ob ein Bild da ist und ob ihr auch ein Startbild gepostet habt. Genau. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich nochmal verlosen. Ja? Beziehungsweise höchstwahrscheinlich euch erstmal fragen, hier, wie sieht es aus? Habt ihr das erfüllt? Bin ich nur zu doof zum Sehen oder was? Also keine Panik. Ich habe am Anfang, ich habe ein paar schon überprüft vorher, um zu sehen, ob alles geklappt hat. Und die meisten erfüllen halt alle Bedingungen. Und dann, genau, dann packe ich euch, informiere ich euch in diesem finalen Bora- und Schüttelfrost-Video, wo wir uns auch alle Bilder angucken, die ihr gemacht habt.
Über euren Gewinn. Wow, es ist echt schon vorbei. Also einerseits muss ich sagen, das sage ich euch hier in dem Video jetzt noch, schade, dass es vorbei ist. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt, warum es bei den amerikanischen Events oft oder meistens so ist, dass es die Events von zwei Leuten gehostet werden. Nicht immer, ne, aber in vielen Fällen. Vor allen Dingen, wenn man, also Hut ab vor Diamonds and Washi und auch Fairlights, die jetzt auch gerade beide jeweils alleine, okay, die hatten sich als Co-Event sozusagen, aber jeder ein Event jetzt über 2 Monate gehostet hat und dann noch den normalen Content raushauen. Wow. Was für mich jetzt gut war, ihr habt auch gesagt, dass euch das gefallen hat und mir hat das auch sehr gefallen, ist der kontinuierliche Content, also dass man sich darauf verlassen kann, dass es bestimmte Videos in der Woche gibt und das will ich auch weiter behalten. Was sich ändern wird, ich mache ja im Moment die VIP-Chats mittwochs, mit den Borasch- und Schüttelfrost-Inhalten auch, das wird sich ändern, das verschieben wir auf montags. Ja, also, wir probieren das jetzt mal. Ich probiere das jetzt mal, ob das für mich besser, noch besser funktioniert, wenn wir es montags machen. Das heißt, Whip and Chats gibt es jetzt montags. Genau. Also ihr könnt euch im Grunde genommen, worauf es sich einpendeln wird jetzt, ist montags und freitags. Alles andere dazwischen ist Kür. Da kann was kommen, da muss aber nichts kommen. Ne? So dass, wenn ich tatsächlich eine schlechte Woche habe, ich sagen kann, pff, okay. Ne? Also freitags und montags. Freitags ist es dann meistens eine Sneak oder ein Unboxing oder. Kann aber auch mal Tipps und Tricks sein oder ähnliches. Und natürlich kommen auch andere Formate wieder unregelmäßig, aber sie kommen. Ich habe jetzt wieder versucht vorzuplanen für den November. Mal gucken, ob das so funktioniert. Aber wie gesagt, ich glaube, dass mir und auch euch das einfach Spaß macht, wenn wir ein festes Date miteinander haben jeden Montag. Da können wir mal über unsere Wochenenden sprechen und so. Das ist ein super Plan. Auch wenn es chaotisch abgeht und ich irgendwie manchmal so gar keinen Plan habe, was ich hier von mir gebe. Aber wer neu hier ist, hi, willkommen im Chaos. Der Name ist Programm und das ist auch gut so. So, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Die IKEA-Schränke müssen aufgebaut werden. Ich habe gleich noch einen Termin. Und ja, ich muss noch ein bisschen was filmen. weiß nicht, ob ich das heute schaffe oder ob das dann morgen passiert. Und dann gibt es ja auch noch einen Monatsrückblick. Der wird sehr spannend diesen Monat. Ich kann euch gleich verraten. Ich habe 3 Bilder fertiggestellt, wovon ich euch aber nur 2 wirklich zeigen kann. ja, und das, was ich hier halt jetzt fertig ist, sie nicht, die Häsel. Das war ein bisschen ambitioniert, Häsel noch anzufangen, zusätzlich. Aber es kommen so viele tolle Kids und ich hätte noch mehr anfangen können. Ne? Also es ist gerade so diese Halloween-Kits. Ich wollte Cordon auf Meer eigentlich. Ich wollte noch ein weiteres Wendelspengler machen. Dass ich zwei habe ich hier noch, 2 Halloween-Wendelspenglers. Ich wollte noch mein Scooby-Doo machen. Also, ja. Aber was ich unbedingt machen wollte, die auch wirklich darauf gewartet hat, ist hier die Hazel. Und die wird halt jetzt im November mit fertiggestellt. Wobei wir eben dabei sind, dass ich
wir auch demnächst mal über meine Whips sprechen müssen. Ja. Ich glaube, das wollt ihr auch und ich brauche das auch. Wir müssen mal meine ganzen Whips rausziehen. Und da müssen wir mal drüber sprechen, weil ich würde diese Whips gerne. Ich möchte gerne nichts mit ins neue Jahr nehmen. Ich denke schon ans neue Jahr. Das ist so weit, ist es schon. Kaum ist Halloween vorbei, zack, Weihnachtsschalter an. Zack, neues Jahrschalter an. Und ich glaube, das macht mir auch so ein bisschen Stress und Beklemmungen, dass irgendwie, habt ihr das auch? So, das so. Puh, was will ich dieses Jahr noch machen? Was muss noch gemacht werden? Boah, mir sitzt jetzt schon ein Elefant auf der Brust. Das ist echt furchtbar gerade. Aber nun gut. Schreibt mir mal, ob es euch auch so geht. Und schreibt mir mal, wie das mit Ikea ist. So, wir haben das Gesicht zumindest mal ein bisschen umrahmt von der guten Hazel. Das wird toll. Also ich mag die Farben auch unheimlich gerne. Ihr könnt ja hier mal gucken mit dem Grün und da sind auch schon Nebis mit drin. Und ich finde es toll. Ich finde es richtig, richtig gut. Ich habe leider nicht geschafft. Ich wollte auch, obwohl Scary die Cats war zwischenzeitlich wieder gestockt und war sofort wieder weg, ne? Bei Diamond Art Lab. Und Dreamer Designs hat auch ein paar nachgelegt, ne? Auch Curtis Wajkowicz, da kommen immer wieder welche zu. Ich komme gar nicht hinterher. Und ich warte ja noch auf die Bilder, die ich bestellt habe, mit der neuen Leinwand und dem neuen Toolkit. Da bin ich gespannt bei Dreamer Designs. Das gucken wir uns dann auch die Tage an, sobald es da ist. Das sind so Sachen, wofür ich halt den Rest der Woche frei halte. Ne? Das kann man nicht vorplanen. Die informieren mich nicht, wenn die was Neues rausbringen. Ja, eigentlich wollte ich Scary the Cats, das letzte Jahr habe ich die ja fertiggestellt, aufhängen und so. Und ich wollte auch die von diesem Jahr aufhängen, aber das hat irgendwie jetzt alles noch nicht geklappt. Vielleicht mache ich es trotzdem und lasse sie im November einfach hängen. Ja, und im Dezember kommen dann erst die Weihnachtssachen raus. Och, Katrin, hör auf zu planen, es wird eh nichts. Genau, aber wenn ich die an die Wand bringe, beziehungsweise wenn ich mir überlege, wie ich sie an die Wand bringe, da habe ich nämlich drei Methoden, die ich jetzt ausprobieren möchte, nehme ich euch auf jeden Fall mit und mache da auch ein How-To zu und wir gucken mal zusammen, wie das so funktioniert und ob das was taugt, diese drei Methoden, die ich mir da rausgepickt habe, die einfach auch günstig sind, um Bilder an die Wand zu kriegen. Ich kann nicht für jedes Bild, das ich hier mache, Rahmen kaufen. Gerade für die saisonalen Sachen, die ich gerne dann zu, ne, Halloween, an der Wand habe oder im Herbst oder zu Weihnachten. Ich kaufe doch nicht für ein Bild, was 4 Wochen maximal 4 Wochen an meiner Wand hängt. Vielleicht noch im Januar, ja. Aber das war's dann. Einen super teuren Rahmen für so ein Weihnachtsbild oder so. Und trotzdem wollen wir es an der Wand haben. Und da will ich jetzt ein paar Sachen ausprobieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt, dass ich euch da mitnehme und wir da zusammen mal gucken, was funktioniert und was nicht. Und ja, wie ich das so anstelle. Genau. Kann ich aber erst, wenn ich das Chaos hier beseitigt habe und ich habe schon eine Wand eine von mehreren Wänden im Visier, wo wir da mal das auch an der Wand dann miteinander vergleichen können. Genau. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonnieren nicht vergessen. Ne? Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr, was mache ich für komische Geräusche mit meinem Mund? Vielen Dank. Wie immer fürs Einschalten, Anschauen und natürlich fürs Abonnieren. Es war mir ein Fest. Und die hat meine Laune heute wieder ein bisschen gehoben. Und durch den restlichen Tag komme ich auch noch. Kriegen wir hin. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute 24 Stunden. Ich hoffe, dass wir uns hier in meinem nächsten Video dann alsbald wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ja, passt immer gut auf euch auf. Bleibt schön kreativ und immer super entspannt. Bis dahin. See ya!